Ein herzliches Willkommen an euch alle hier in Bonn im Raum. Es ist so schön, euch mal wieder live zu sehen. Und ich weiß, dass sich einer ganz besonders darüber freut, nämlich unser Gastgeber Michael Müller-Berg, Leiter Partnervertrieb Geschäftskunden der Telekom Deutschland. Ja, Michaela, vielen Dank. Schön, dass ihr heute alle wirklich da seid. Finde ich ganz toll. Fühlt sich richtig gut an und ich bin wirklich froh, dass ihr so zahlreich hier seid. Ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ja, unser Motto wie seit Jahren, Menschenwachstum, Leidenschaft. Wer wächst, hat Freiheitsgrade, wer schrumpft, ist immer in der Krise. Deshalb muss immer unser Scope sein, wie können wir eigentlich gemeinsam wachsen. Wofür steht LIFE? Let's improve forever. Das ist LIFE. Aber wenn man die Situation anguckt, dann ist das Leben irgendwo immer mit neuen Herausforderungen. Ich will jetzt gar nicht über die ganzen Themen reden, die in unseren Köpfen momentan sowieso sind. Aber es geht immer darum, in Bewegung zu bleiben und etwas Neues zu schaffen. Let's improve forever. Wir wollen auch unbedingt mehr Partner dabei haben. Und das sind jetzt nur die Partner, die in Brandhäusern dabei sind. Aber wir wollen Sie, wir wollen jeden einzelnen von Ihnen dabei haben, damit Sie gemeinsam im Dialog mit den Kunden genau die Reise der Digitalisierung jedes einzelnen Kunden besprechen und hoffentlich auch ein bisschen Geschäft damit machen. Okay, here we go, come on! Partner-Elite 2022, komm schon! Kein Alibi, dein Rücken mit, komm, and tipple, come on! And down! Denn jetzt habt ihr wirklich die Qual der Wahl, was ihr nach der Pause machen wollt. Denn es laufen je 4 Breakout-Sessions und 3 Workshops parallel. Diese gehen dann jeweils 30 Minuten und wir geben euch aber natürlich 5 Minuten Wechselpause zwischendurch, dass ihr dann auch in den jeweils nächsten Raum gehen könnt. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann habt ihr auch nochmal den QR-Code auf der Rückseite eures Namensschilds, der euch hilft, oder unsere freundlichen Hosts und Hostessen. Ich glaube, wir hatten gute Keynote-Speeches, auch die Breakout-Sessions und Workshops, glaube ich, kamen gut an. Und wo ich dann auch im Positiven wirklich überrascht war, wie lange dann die Kollegen oder Teilnehmer vom Partnertag dann auch draußen standen, wirklich im Gespräch. Das zeigt, wir haben da wirklich Nachholbedarf. Es wurde sehr, sehr gut angenommen. Ich glaube, was man sicherlich sagen kann, hoffe ich zumindest für euch alle sagen zu können, so wie es heute gelaufen ist, machen wir auch 2023 wieder einen GEKA-Partnertag. Seht ihr das auch so? Ja, wunderbar. Ja, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Wenigstens so ein kleines Sträußchen. Du hast uns toll durch den Tag geführt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich darf wirklich nochmal besten Dank sagen. Wie gesagt, genießt den Netzwerkabend draußen. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Danke.